Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, ich habe ein bisschen an einer super schlichten Box rumgewerkelt. Das ist nicht das Projekt. Also das Projekt grundsätzlich schon, aber das ist nur mein Muster. Die verzieren wir gleich noch schön und ich zeige euch bei der Gelegenheit gleich einen kleinen Trick, wie Deckel sehr gut funktionieren. Und letzten Endes ist es ein Valentinstag-Projekt. Und ich habe mir diese tollen Metalldosen in Herzform von Stampin' Up genommen, habe die ein wenig dekoriert und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch. Das geht super fix. Innen drin ebenso dekoriert, da liegen noch ein paar Herzen drin und hier kann man richtig schön was reinmachen. An kleinen Süßigkeiten oder was immer man auch zum Valentinstag verschenken möchte. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das gemacht habe und wie gesagt, ein kleiner Tipp noch mit dem Deckel. Bevor ich euch zeige, was für Materialien ich verwendet habe, einmal ganz kurz das Muff-Ergebnis. Blende ich euch hier kurz ein und mit ganz, ganz großem Abstand hat der Frühjahr-Sommer-Mini-Katalog gewonnen. Kann ich natürlich verstehen, wir wollen alle jetzt Frühling haben. Was schert mich das andere Zeug? Kann ich total verstehen. Ist auch total okay. Und als erstes zeige ich euch halt was zum Valentinstag, denn der Valentinstag steht vor der Tür. Womit habe ich gearbeitet? Auf der Seite 8 und 9 im Frühjahr-Sommer-Mini-Katalog findet ihr die Reihe von Herzen. Das ist so alles rund um Valentinstag einerseits, aber auch rund um Liebe und ich finde auch rund um Freundschaft, weil besonders lieben Freunden kann man durchaus auch mal ein Herz schicken. Muss ja nicht unbedingt rot sein. Ich habe mit Schrecken festgestellt, als ich dieses Projekt vorbereitet habe, obwohl an dem DSP ein Haken ist und ich mir zu 100% sicher war, dass ich das bestellt hatte. Ich habe es nicht bestellt gehabt. Macht aber nichts. Ich habe mir selbst DSP gemacht und zwar mit einem sogenannten Stencil. Das zeige ich euch gleich. Hier ist das Produktpaket, besteht aus, oh, das kann ich auch hier nehmen, Quatsch. Besteht aus dem Stempelset Herzlich. Da habe ich einige Sprüche und auch dieses Herz und dieses Herz rausgenommen. Die beiden Handstanzen. Einmal ein welliges, etwas größeres Herz, einmal ein glattes Herz. Das zweifach bestickte Saturnband in Glutrot habe ich auch verwendet. Die facettierten Glitzersteine habe ich hier bei meinem Projekt jetzt nicht verwendet, habe ich aber schon in einem Schüttelprojekt verwendet und die sind wirklich, wirklich süß. Die Zierdeckchen in Herzform, zuerst dachte ich, ich brauche sie nicht bei diesem Projekt, habe ich gesehen, ich brauche sie ganz dringend. Und natürlich, und darum geht es eigentlich rundherum, die Metallic-Dosen in Herzform sind hier auch mit drin. Also, dann zeige ich euch doch mal, was ihr so braucht. Ach so, im Vorfeld mal eben alle Maße hierzu, zu der Box, die wir jetzt gleich zusammenbauen, findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de und natürlich auch hier in der Infokarte einfach draufklicken, Video kurz anhalten, draufklicken, da macht sich ein Fenster auf, da klickt ihr drauf, kommt direkt auf meine Homepage zu diesem Projekt, könnt euch kurz die Materialliste bzw. die Maße ausdrucken und dann bastelt ihr einfach mit mir mit. Also, lasst mich mal schauen. Ich habe ein wenig was vorbereitet. Ihr braucht erstmal zwei gleich große Stückchen. Und zwar habe ich das so bemessen, dass ihr zwei DIN A4 Seiten nehmen könnt. Ich habe eine in Flüsterweiß und eine in Glutrot genommen und entsprechend zugeschnitten. Wie gesagt, Maße findet ihr. Das sind die Abschnitte von diesen beiden DIN A4 Seiten. Die brauche ich gleich noch. Die habe ich mir gleich beiseite gelegt. Dann habe ich ein zusätzliches Produkt benutzt. Einen Moment, das zeige ich euch kurz.
Und zwar auf der Seite 12 ist diese wundervolle Stanzform Herzregen. So sieht die aus. Das ist halt eine große Stanzform mit unterschiedlich großen Herzen da drin. Die habe ich in Rot, in meinem Fall in Glutrot ausgestanzt, damit ich für innen drin gleich ein paar Herzen habe. Die Farbe ist auch völlig egal. Und daraus mache ich mir ein sogenanntes Stencil, das heißt eine Schablone. Das hier war vorher, das hatte ich glaube ich in Vanille pur, ja, ist aber noch völlig egal. Und damit habe ich mir DSP gemacht. Und dazu habe ich, wie das geht, zeige ich euch gleich, weil ich brauche 4 Stückchen, ich habe nur 3 gemacht und mit dem hier zeige ich euch das gleich. Und dann habe ich das nämlich nochmal in Rot ausgestanzt, weil das Stencil lege ich mir beiseite, das nehme ich immer mal wieder. Aber für dieses Projekt brauche ich einmal die Herzen in Rot. Hab da ein bisschen dran rumgeschnibbelt, wieso zeige ich euch gleich, weil das hier ist deutlich kleiner als das. Zeige ich euch. So. Wir machen als erstes mal eben die Box. Und da dann auch gleich noch ein kleiner Tipp bei. Ich hole mir mal eben mein Scoreboard. Und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich meine Kamera angeschlossen. Der Strom ging zur Neige. So, die Box nehme ich in rotem Farbkarton, den Deckel in weißem Farbkarton. Als erstes die Box. So, jetzt muss ich das mal etwas schieben. Die Box lege ich mir einfach hier rein und falze die einmal auf allen 4 Seiten bei der gleichen Inchzahl, nämlich, ich muss mal eben kurz gucken, 2 1/4, also 2 1/4. Und das mache ich an allen 4 Seiten. 2 1/4. Das ist für die Box. Jetzt kommt der Deckel und da kommt der kleine Trick. Ihr nehmt euch, der Deckel muss ja so sauber wie möglich passen. Und das ist immer eine ganz große Schwierigkeit. Man bekommt das mit dem Falzbrett ganz gut hin. Man muss etwas weniger als 1 Millimeter mehr nehmen. Ich finde, Deckel mit dem Scoreboard sind so viel einfacher zu machen. Denn ihr braucht einfach nur irgendein Stückchen Farbkarton. Das falzt ihr irgendwo. Legt das doppelt und jetzt habt ihr die beiden doppelten Schichten, die ihr für den Deckel braucht. Nämlich einmal auf der Seite eine Schicht Papier, Farbkarton und auf der Seite eine Schicht Farbkarton. Also doppelte Schicht. Und das legt ihr jetzt einfach ganz dicht hier an die Seite. Legt daneben euren Farbkarton. Achtet bitte darauf, dass das oben schön gerade anliegt. Und jetzt falzt ihr exakt an der gleichen Stelle wie die Box. Nur dadurch, dass ich hier jetzt diese 2 Lagen zwischen habe, passt das wirklich richtig, richtig gut. Das ist der eine Tipp. Der andere Tipp ist, wenn ihr so eine Box macht, um da ein bisschen mehr Stabilität reinzufügen. Ups, das war so nicht geplant. Habe ich das hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, doppelt gelegt. Und um das hier doppelt zu legen, mache ich eine ganz einfache Sache. Also, ich stecke mir das hier zwischen, oben schön anlegen. Und jetzt falze ich nicht nur bei 2 ein Viertel, sondern auch bei 1. Also zuerst bei einem Inch falzen und dann, genau wie die Box auch, bei 2 ein Viertel. Und das wieder an allen 4 Seiten. Dazwischen legen bei 1 und bei 2 ein Viertel. Zwei, ups, das ist zu früh. Und ein letztes Mal. Ein Viertel. So, das war das. Scoreboard kann wieder weg. So,
Jetzt falze ich das gerade mal eben alles einmal durch und bin sofort wieder da. Kümmern wir uns das erste Mal um die Box. Vier Falzen. Und ich schneide jetzt bis zur ersten Falz ein. Nehme nur an der Außenseite, reicht völlig, ein Stückchen weg. Und dann drehe ich das Ganze und mache das Gleiche noch einmal. Und das mache ich an allen vier Ecken. Ich drehe das wieder. Und ein letztes Mal drehen. Das haben wir schon mal. Und im Prinzip mache ich exakt das Gleiche hierbei, nur dass ich noch zusätzliche Falzen habe. Das heißt, hier habe ich im Prinzip, Moment, ich zeige euch das, das ist ja gleiche Größe. Oh, das muss ich andersrum lesen, sonst kann ich euch das nicht zeigen. So, ich habe hier ein Quadrat außen, aber ich habe noch mehrere Linien. Das heißt, ich behandle das im Prinzip so, als wäre es nur ein Quadrat. Also, ich schneide in diesem Fall bis zur zweiten Falz hoch. Und jetzt beachte ich diese Lasche nicht und schneide hier meine Ecke ein. Also bis zu dieser Ecke zur Lasche. Und schneide das hier ab. Und diese überstehende Lasche, die schneide ich auch ab. Und so sieht das dann aus. Und auch das mache ich wieder an allen vier Ecken, indem ich das einfach einmal drehe. Also, den ersten Schnitt genau an der gleichen Stelle wie bei der Box auch. Den zweiten Schnitt an der zweiten Falz einschneiden, weil das ist quasi unsere Klebelasche. Das letzte überschüssige Stückchen hier unten schneide ich mit weg und den nächsten. Und eine Sache müssen wir gleich noch machen. Normalerweise würde ich das in einem Schnitt machen, aber das ist etwas unübersichtlich für euch zum Nachbasteln. Deswegen mache ich das mal in zwei Schritten. Dann ist das ein kleines bisschen einfacher. So, so sieht das jetzt aus. Hier haben wir dann immer die Klebelaschen. Und diese überstehende Lasche, das ist der Einschlag, der die ganze Box oder den ganzen Deckel in dem Fall stabiler macht. Was uns jetzt noch fehlt, sind hier diese Laschen, die wir nach innen klappen. Die schneide ich hier oben, die ecke ich oben ein wenig aus. Das macht mir das Kleben deutlich, deutlich einfacher. Das, normalerweise, wenn ich das schneide, dann würde ich das gleich mitschneiden. Aber das macht das Ganze jetzt natürlich deutlich unübersichtlicher. Deswegen mache ich das jetzt mal eben im Nachhinein. So, das kommt mal eben vom Tisch hier. Das war das, das war das. Deckelboden. Ich glaube, ich baue die erstmal eben zusammen. Also, Klebematte unter, Tombow her und die klebe ich jetzt einfach alle vier nach innen. Das heißt, hier hinten kommt an die Falz schön dicht mein Tombow, damit ich mein Rutschkleben gleich machen kann. Und ein kleines bisschen auf die Lasche selbst. So, jetzt klappe ich das ein, rutsch hier einmal ein bisschen rüber, damit ich das, den Kleber schön dicht an die Kante bekomme. Mache ich beim nächsten auch. Ich ziehe den Kleber einfach ein bisschen rüber. Und einen Moment festhalten. Und die letzte auch noch.
Da gehe ich gleich weiter mit. Ich lasse ihn jetzt einen ganz kleinen Moment stehen, damit sich der Kleber verbinden kann. Mache jetzt das gleiche mit meiner Box. Ich drehe die um. Ein bisschen Kleber direkt an die Falz. Mal gucken da. Und hier auch. Und da auch. Im Prinzip mache ich exakt das gleiche, nur dass die Box jetzt etwas größer ist. Ich rutsche das Ganze ein bisschen rüber. So, jetzt kann der ein bisschen durchhärten, bis ich mich dem wieder widme. Eben die Ecken noch ein bisschen nachdrücken. So, das ist durchgetrocknet. Und jetzt klappe ich diese zusätzlichen Laschen einfach ein bisschen nach außen, denn da kommt jetzt Tombow drauf. Und das klappe ich einfach nach innen ein. Und auf der einen Seite verdecke ich damit die Klebelaschen ein bisschen. Auf der anderen Seite macht diese zusätzliche Klappe meinen Deckel ungemein stabil. Und das Ganze ein bisschen gerade oder noch gerader und akkurat anzukleben, gehe ich da jetzt einfach mit meinem Falzbein rein, ziehe das alles einmal nach. Und habe so auch richtig schöne, glatte Kanten. So. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, und ich hoffe, dass das so ist, dann passt der Deckel exakt. Moment, irgendwo klemmt das. Na, Wurfeffekt, ne? So. Dann passt der Deckel hier eigentlich exakt rein. Und es ist alles schön glatt. So soll das aussehen. So, das ist mal das eine. Da kommen, machen wir gleich weiter. Jetzt brauche ich mein Papier zum Unterlegen und mein Stencil. Außerdem brauche ich ein kleines Fingerschwämmchen und mein glutrotes Stempelkissen. Und das zu bearbeitende Gut. In meinem Fall ist das jetzt der weiße Farbkarton. Das lege ich hier jetzt einfach drüber. Und guck mal, dass es sich gut anpasst. Ich kann das auch durchaus ein bisschen schräg legen. Ich glaube, da oben passt mir das besser. So, das halte ich jetzt einfach irgendwo fest. Ich habe das vorher angeklebt. Habe gedacht, vielleicht geht das ja besser. Musste dann feststellen, ich gehe natürlich mit meinem Fingerschwämmchen über diesen Klebestreifen drüber weg. Und der ist dann nicht eingefärbt, was total bescheuert ist. Und da tupfe ich jetzt einfach drüber und durch dieses Rübergetupfe, ich nehme zwischendurch auch immer noch mal ein bisschen Farbe auf, bekomme ich halt diesen Effekt, den ich da haben möchte, dass man nämlich die Herzen nur ein bisschen angedeutet sieht. Jetzt muss ich mal eben kurz wechseln hier.
Und so sieht das dann aus. Und ich finde das total schön. Das ist halt selbstgemachtes DSP, ne? Natürlich kann man auch das Gekaufte nehmen, was noch mal schöner ist, weil es sauberer ist. Aber ich finde auch so selbstgemachtes hat natürlich absolut seinen Charme. Hier habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Farbe genommen, hier ein bisschen weniger. Naja gut, es ist jetzt nicht ganz so dramatisch, ne? So, dann haben wir das mit dem Stencil schon erledigt, denn dieses Designpapier ist darauf angepasst, eigentlich, dass es hierauf passt. Und ich sehe gerade, offensichtlich habe ich die Box nochmal verändert. Sind die alle so kurz? Ja. Ich hatte erst auf eine andere Box das angepasst. Das will ich natürlich nicht. Okay, ich schneide mir die Streifen jetzt nochmal eben zu in richtiger Größe. Mach die nochmal neu, weil ich brauche die Box. Ich will mir jetzt die Box nicht verhunzen. Ich brauche die. Ich bin gleich wieder da. Vier neue, gleich große und passende Stückchen kreiert. Die sollen nämlich darauf. Und das bringe ich da jetzt mal eben an. Mache ich ganz normal mit Chombo. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch sehr gerne Designpapier nehmen. Nur in Ermangelung der Tatsache, dass ich leider vergessen habe, mir das zu bestellen. Aus welchem Grund auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt habe ich dafür so richtig schön rote Finger. Naja. Und ich habe das jetzt halt so zugeschnitten, dass ich immer noch einen kleinen weißen Rand habe. Das passt dann auch zu den weiß umrandeten Herzen. Das finde ich ganz schön. Ich hätte das auch ein bisschen größer machen können, aber dann hätte mir das nicht so gut ausgesehen. Und den letzten. Und mein ausgestanzt, oder meine ausgestanzten Herzen, wo ich ja jetzt das Dance mitgemacht habe, das habe ich aber ja nochmal gemacht. Die habe ich so zurechtgeschnibbelt, dass die hier leicht schief gut raufpassen. Wie kriege ich das da jetzt rauf? Mein Klebetrick. Ich hoffe, ihr habt den schon mal gesehen. Falls nicht, dann holen wir das jetzt nach. Ich habe eine kleine Dose, wo ein kleines Schwämmchen drin ist. Hier kommt eine Ladung Tombow hin. Jetzt drehe ich mir das um und auf die Rückseite, ich nehme jetzt mit dem Schwämmchen den Tombow auf und betupfe das hier. Und oh, schön vorsichtig sein. Und so habe ich überall auf diesen kleinen Herzen eine kleine Schicht von dem Tombow, ohne dass da irgendwas rausquetscht, weil das natürlich nur so ganz hauchdünn ist. Darf man nicht zu lange mit warten, sonst klebt das da nämlich dran. So, da ist noch ein, ein kleiner Papierschnipselfussel zwischen. Das will ich dann natürlich nicht haben. So, jetzt lege ich mir das hier so passend drauf. Und das klebt, weil ich da halt so eine ganz feine Schicht drüber habe. So, das war das. Der kommt wieder zurück. Den habe ich da immer drin, damit das nicht so ganz austrocknet und ich den auch noch weiter nutzen kann. Das muss ich natürlich sauber machen. Mache ich mit einem Alkoholpad. Das geht ganz schnell. Und jetzt zeige ich euch noch eben. Hier werde ich nachher noch individuell etwas raufschreiben. Das ist nämlich für meinen Gemahl. Auch wenn der Valentinstag gar nicht so toll findet, aber ich weiß, er wird sich trotzdem freuen. Jetzt zeige ich euch noch mal eben ganz fix, wie ich das hier gemacht habe. Und zwar, wo es, ich habe doch, habe ich nicht schon, habe ich nicht? Nein.
Ach, mein Mann wird jetzt sagen, Sonja, keine Subtexte. Also, ich habe noch kein neues Herz rausgenommen. Das werde ich jetzt nachholen. Ein Herz. Einen Deckel. Andersrum, damit das da wieder reinpasst. Die kommen da schön wieder rein. Und ich finde, diese Herzen kann man natürlich nicht nur zum Valentinstag nehmen. Immer wenn ich jemandem lieben eine ganz liebe Freude machen will, kann ich so ein Herz nehmen. Und je nachdem, was ich da für einen Spruch drauf mache, ist das einfach ein herzliches Dankeschön. So, die lege ich mal eben beiseite. Und zwar habe ich dazu folgende Dinge verwendet. Das, die beiden Stanzen und das Stempelset. Vom Stempelset habe ich Hab dich lieb genommen. Hier zum Valentinstag für dich und das Herz. Die drei Stempel habe ich hier rausgenommen. Und, oh, stimmt, das kleine Herz hier auch noch, weil ich das so niedlich fand. Das lege ich mal, nee, das brauche ich. Hier sind die kleinen Zierdeckchen in Herzform. Die sind einmal in Glutrot und einmal in Flamingo-Rot. Das passt natürlich auch sehr gut zusammen. Ihr könnt da natürlich Farbe wählen, wie immer ihr wollt. Aber auch das Flamingo-Rot sieht halt sehr süß aus. So. Und das Glutrote, da nehme ich mir mal 2, 3 Glutdots auf die Rückseite. Dabei fällt mir gerade ein, ich könnte das auch in Weiß lassen, dann fallen die roten Herzen natürlich ein bisschen mehr auf. Oh, das mache ich. Ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgegangen. Also, dann mache ich in den Innenteil einfach 3, na, was ist los? 3 Glutdots rein. Und das kommt hier, das passt nämlich exakt da rein. Das kommt hier rein. So. Und jetzt nehme ich mir den roten Farbkarton, den glutroten Farbkarton. Die muss ich mal eben ein bisschen beiseite stellen, die brauche ich gleich. Und stempel mir in Glutrot auf Glutrot, das heißt also Ton in Ton. Das Herz, was ich eigentlich schon aufgezogen habe, das Schanding, das ist hier auch nicht mehr drin. Wo habe ich denn den Stempel Ach, manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder? Liegt der doch tatsächlich vor mir. Also das Herz, was nur so eine gepunktete Linie hinterlässt, das stempel ich mir rot auf rot und mit meinem Memento, damit man das gut sieht, kommt da jetzt in die Mitte Hab dich lieb. Der Stempel ist da auch auf die Herzen drauf angepasst, das passt da also sehr gut rein. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen an mich ranziehen, damit ich das sehen kann. Und ich glaube, die kleinen Herzen, das probiere ich erstmal eben, wie das aussieht, ob ich die in Rot oder in Schwarz mache. Nee, die mache ich in Schwarz. Stempel ich mal eben ein bisschen aus. Ja. Da kommt eins hier hin und eins dahin. Das ist immer das Schöne an den Stempelsets. Mit ein bisschen Fantasie kann ich im Prinzip mit einem Stempelset und einer Stanze alles Mögliche veranstalten. Das finde ich immer so genial. So. Ziel Wasser trinken. So.
Das ist das für innen und auch da. Ich weiß, warum ich hier nicht sehe. Mir liegt hier zu viel rum. Das ist mein Problem. Deswegen finde ich hier immer nichts. Kann ich überhaupt nicht gut haben, wenn so viel auf meinem Bastelschreibtisch liegt. Das ist kein Aufräumwahn. Ich kann nur einfach nichts sehen. Totale Reizüberflutung. So. Und da kommen auch noch mal drei Glue Dots drauf. Und das lege ich jetzt einfach in rein. Denn auch das passt genau auf das Herz. Und jetzt mopse ich mir einfach mal hier die roten Herzen. Und jetzt kann man nämlich am Rand die Herzen etwas besser sehen, weil ich einen weißen Untergrund habe und keinen roten. Aber da kommt noch was rein. Jetzt kommt die Deko außen. Da nehme ich mir wieder dieses kleine Zierdeckchen. Wieder drei Glue Dots. Und das kommt jetzt außen auf die Dose, denn hier ist so ein kleiner Rand. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Vielleicht, wenn das Herz drin liegt, kann man es vielleicht etwas. Da war ich zu schnell. So. Jetzt kann man es wahrscheinlich besser sehen. Hier ist nämlich so ein kleiner Rand und da kann man noch so schön Dinge drin aufbauen. Jetzt nehme ich mir noch einmal den roten Farbkarton und meine gewellte Herzstanze. Und eine Sache habe ich vergessen. Ich brauche nämlich noch mein Stempelkissen in Flamingo-Rot. Und dieser Stempel hier, immer wenn auf dem Stempelset und auch im Katalog alles schwarz ist, dann bedeutet das, dass es vollflächige Farbe. Immer wenn etwas vollflächig in Farbe ist, solltet ihr eine Stempelmatte unterlegen, damit ihr einen besseren Stempelabdruck hinbekommt. Einen saubereren. Ich habe mir, da auf der Seite, habe ich mir extra mein Reststück hingelegt. Aber bevor ich das stempel ich das einmal auf ein Schmierpapier, um zu sehen, wie viel Farbe brauche ich. Ist der Abdruck sauber? Ja, alles gut. Gut, Farbe aufnehmen. Ich möchte einen schönen, satten Abdruck haben. So. Sehr gut. Gerade bei diesen vollflächigen Stempeln sollte man auf gar keinen Fall an Farbe vom Stempelkissen sparen, weil sonst muss man es ein paar Mal mehr machen. Das ist natürlich ärgerlich. So, das wird ausgestanzt mit dem glatten, mit der glatten Herzstanze. Muss ich wieder gut gucken, dass ich einen gleichmäßigen Rahmen bekomme. Ein bisschen noch kippen. Da ist mein rotes Herz. Und da nehme ich jetzt, um ein bisschen Dimension reinzubekommen, Dimensionals. Zwei Stück reichen. Na, ich mache mal lieber drei. So. Einmal mit dem Fingernagel rein, damit sich die Folie fix löst. Kriegt ihr noch ganz viele Tipps heute hier, ne? Obwohl, die kennt ihr bestimmt alle schon. Und das Herz hier drauf. Und das Ganze mache ich jetzt mit Tombow in der Mitte. Damit mir das hier nicht durchquetscht und man nachher womöglich Kleber von der Innenseite sieht, das wäre ja sehr doof.
Und Tombow nehme ich deswegen, dann kann ich das hier nämlich noch so ein bisschen rütteln. Ich nehme das mal eben kurz ab, damit ich das ein bisschen festhalten kann. Und zu guter Letzt kommt da auch noch ein Schleifchen drumherum, denn erst habe ich gedacht, das kann man so machen. Aber ganz ehrlich, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon und dann auch richtig. Zu der Produktreihe gehört dieses zweifach bestickte Sattelband, was ich sehr schön finde. Ich finde ja sowieso diesen Stickrand so schön, auch bei den Stanzformen. Und da nehme ich mir jetzt ein Stück und gucke, dass ich gut eine Schleife machen kann. Und damit es mir etwas einfacher gelingt, nehme ich das Band mal zur Hälfte und unten kommt ein Glue da drauf und den klebe ich hier unten an die Spitze meines Herzens und jetzt habe ich so ein bisschen Halt, kann das hier hochlegen und jetzt geht die Fummelei los. Ach, ich bin doch die Schleifenqueen. Band ein bisschen großzügig abgeschnitten, sehe ich gerade. Das hätte so lang gar nicht gemusst. So, jetzt muss das hier natürlich schön glatt liegen. Oh, oh. Jetzt könnte man, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität zu geben, hier oben auch noch einen auf jede Seite einen Glue Dot setzen. Aber das muss jetzt auch mal so gehen. So. Ich muss mal so ein bisschen Schützenhilfe geben hier. Oh, oh, nicht runterrutschen. So. Ein bisschen drehen und wackeln. Noch ein bisschen zurechte ziehen, weil so eine große Schleife will ich auch wieder nicht haben. Oh, Schleifenbinden ist ein Gräuel. Geht euch das auch so? Das ist jedes Mal... Ah, das sieht gar nicht schlecht aus. So. Kürze ich das ein bisschen. Ah. Das war ein bisschen arg lang bemessen. Und jetzt kann ich da noch ein bisschen dran rumruckeln. Und dann ist meine Box fertig. Wenn ihr habt, dann nehmt noch weißes oder rotes Seidenpapier. Da kann das dann nämlich schön rein. Deckel drauf. Oh, ich bin noch an der Kante. Na, da wieder. Na. So. Das verziere ich noch passend für meinen Mann. Aber das ist halt die Mattung, die unten drunter liegt. Und so bekommt er das dann. Und ich hoffe, er freut sich darüber, weil ich werde da... Oh, falsch rum. Ich werde da ein kleines bisschen seiner Lieblingssüßigkeit reinpacken. Und ich weiß, da freut er sich drüber. Auch wenn er mal sagt, Valentinstag, schenken wir uns nichts. Das ist reiner Kommerz. Ja, er hat natürlich ein Stück weit recht. Aber ist ein schöner Anlass. Warum nicht? So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was von den Produkten. Und selbst wenn nicht, so eine Box ist natürlich schnell gemacht. Wie der Deckel funktioniert, geht, wisst ihr jetzt. Und ganz ehrlich, selbst wenn ihr so eine Box nicht baut, so etwas morgens auf dem Frühstückstisch zum Valentinstag ist echt schön. Aber sowas auf dem Frühstückstisch, also ich werde meine auch gut aufheben. Ich habe eine total fantastische Sache gesehen. Hier drin, weil das Aluminium ist, kann man ein kleines Küchlein backen. Einfach irgendeinen Kuchenteig reinfüllen, der nicht ganz so stark aufgeht. Und dann könnt ihr in so einer Herzform ein Küchlein verschenken. Das habe ich in Breglum gesehen. Das hat eine Demo-Kollegin gemacht. Das fand ich ganz großartig. Und im Laufe des Jahres werde ich die Dinger garantiert oft benutzen. Und ich werde mir jetzt auch noch ein Paket kaufen, weil die werden garantiert nicht übernommen, leider. Und dann habe ich nämlich immer welche da und komme nicht in die Bredouille, dass ich da mal irgendwie
zu wenig von habe, weil die gehen zum Valentinstag, die gehen, wie gesagt, ein herzlicher Gruß, da kann man einen süßen Kuchen drin verpacken und jemandem eine ganz herzliche Freude mitmachen und den Spruch kann man ja immer anpassen, man muss natürlich auch keine Herzen nehmen. Als Beispiel, das hier habe ich von meiner Upline beim Teammeeting in Breglum, nämlich von der lieben Doris bekommen und die hat dort, weil es nämlich auch perfekt reinpasst, das aparte Etikett reingelegt und hat dann noch ein weiteres Etikett drüber gelegt und das ist einfach nur ein kleines, aber herzliches Dankeschön und da passt auch sowas. Fand ich ganz, ganz süß und das hat mir so ein bisschen die Idee zu meinem gegeben zum Valentinstag. Okay, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachwerkeln und wir sehen uns in der nächsten Woche zum nächsten Video, hoffe ich. Bis dahin, ciao, ciao.